Hey, Usted, Usted! Willkommen zu noch einer Edition von East TV. Ich laufe hier so mal eben ganz gemütlich ein bisschen rum durch die Wüste, weil wir haben ein Problem. Der Tire ist gecrackt. Man darf hier eigentlich aussteigen, weil es ist ein Nationalpark und es könnte sein, dass hier Löwen irgendwo liegen. Aber mein guter Mann David, der kennt sich aus mit so einem Tire-Changen. Und deswegen zeige ich euch das mal kurz auf East TV. Als erstes, was man machen muss, bitte nicht paniken. Do not panic. Weil sowas passiert auch auf einer Straße wie diese, spitze Steine und so weiter. Also nicht, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn sowas mal passiert. Wichtig ist, Ruhe bewahren und dann die richtigen Tools haben. Die haben wir aber zum Glück hier. Mit so einem Carjack kann man erstmal die Hauptschrauben locker machen. Manchmal sind die aber so fest, dass man nicht so easy da rankommt. Wir haben auch schon Hilfe gerade gekriegt. Jason! Der kommt und hilft uns schnell hier. Also, man macht erstmal diese Schrauben lose, die Hauptschrauben, und dann kriegt man einen Carjack, so einen, oh Mann, mir fehlen die ganzen deutschen Wörter, dies Ding da. Also eigentlich ist das doch egal, ihr wollt doch eigentlich gar nicht wissen, wie das geht. Solange wir hier ein bisschen mit Entertainment haben und sehen, wie die Leute uns helfen. Da kommt noch jemand, Mr. Isaac. Coming to help us. Okay. Ich will euch nur kurz zeigen, wir sind wirklich in the middle of fucking nowhere. Guck mal hier. Da ist nix. Hält ein paar Springböcke. Wenn man lange fährt, dann wird der Reifen auch schnell heiß. Vor allem auf so einer Schotterstraße hier, so eine Sandbad, wie wir das nennen. Dann ist natürlich so, dass auch diese Speedbumps sind, also nicht Speedbumps, aber so eine Speedwobble, Wellblech, wie wir das nennen. Und wenn da nur ein kleiner spitzer Stein dazwischen ist und man da drauf haut, dann geht das wirklich ganz, ganz schnell. Zum Glück hat das Auto nicht wirklich gezogen, so. Deswegen, das war eigentlich cool daran. Wir sind einfach normal gefahren. Das Ding ist, ich habe sogar noch diesen Stein gesehen und ich dachte, ach, ist nur noch ein Stein. Wir fahren drüber und in dem Moment. Und das zieht so ein bisschen links runter. Naja, aber so schnell kann das gehen. Danke. Okay. Mamro. Jetzt noch was gesagt, wo ich das habe, wo ich jetzt bin. Lang, und ich war gefallen, wenn man zu Hirobe umbringt, noch über Jahre. So, bevor man das anfängt, das Auto hochzufahren, macht man am besten ein paar Steine, so wie hier, vor die Räder, damit das nicht, wenn das hochgeht, nach hinten oder nach vorne kippt und so weiter. So, wir haben jetzt unter jeder Ecke haben wir einen Stein gemacht. Das heißt wir. Ich sag die ganze Zeit wir, aber egal. Versteht schon, was ich meine. Ja, we just had a flat tire, but everything's sorted. Thank you very much. Das Ding ist, wir sind in so einem Nationalpark hier, so man muss wirklich immer checken, ob hier nicht irgendwelche Löwen sind, die auf einmal aus dem Busch rausspringen oder sowas. Ich glaube es zwar nicht, weil obviously hier ist ein bisschen heiß hier in the middle of nowhere, da hinten ist ein Strauß. Man weiß also nie, also safety first. So, jetzt kommt das neue Rad drauf. Die anderen sind natürlich so. Wir sitzen schön im Air-Condition-Auto drin und warten, bis wir hier das Heile machen. Das heißt wir. Ich film ja nur. Ich bin ja auch nur der ein bisschen dokumentiert, weil ich habe gelernt, wenn man nicht weiß wie, einfach am besten raushalten. Oder noch eine Art ist, mach so, als ob du nicht weißt, wie das geht, und dann werden andere Leute sagen, Mann, komm, ich mach das schnell. Aber in diesem Fall weiß ich so ein bisschen, wie es geht. Die
Ja, ne? Schön da drinnen sitzen und Fotos machen. Ist das schön kalt da drinnen bei euch? Das Aircondition ist ordentlich. It's hot outside hier. So, zurück zu technischen Sachen. Jetzt machen wir so die Schrauben alle wieder dran. Dann lassen wir es runter und dann ziehen wir die Schrauben erst fest. Weil man kann sie nicht festziehen, wenn das Ding hochgejackt ist. Weil sonst macht das keinen Sinn. Und lässt das ganze Auto nach hinten fallen oder nach vorne fallen. Das wäre nicht so clever. So, jetzt haben wir es runtergelassen und jetzt ziehen wir das Ganze richtig schön fest, damit die Schrauben auch gut fest sind. Ja, damit der nicht abfällt. Ich habe auch schon mal gehört, dass man gefahren ist, jemand, whoever, und dann ist der Reifen abgefallen und an der Seite vorbei. Stell dir vor, du fährst im Auto und auf einmal zieht dein eigener Reifen hier links vorbei. Das wäre, glaube ich, so gut. So, alles ist wieder safe. Danke, dass ihr reingecheckt habt bei noch einer Edition von EasyTV. Wir fahren jetzt weiter Richtung Ocaqueo. Das ist so das südliche Tor von diesem ganzen Naturschutzreservat hier in Etosha. Jetzt habt ihr gesehen, wie man einen Tire changed, einen Reifen wechselt, auf guten, echten Deutsch. Das ist mein Main David. Der bringt uns jetzt gemütlich, safe in ein schönes Aircondition-Auto nach Ocaqueo. Und dann wird da mal wieder weitergechillt. Bis nächste Woche. Aue!